Ich sehe schon. Gesundheitselixier. Ja, verschicken, um ihren Wahnsinn zu heilen. Das ist nicht heilbar. Chicken ist nicht heilbar. Ein bisschen Brot. Ein bisschen Brot. Dass sie nicht mal ihre Toilettendeckel schließen können. Keine Ahnung, ob du noch gesund bist. So, war das jetzt so schwer zu können. Dann geh nicht in die Sonne, wenn du nicht willst, dass sie dich ansieht. Saga! Erster Tagebucheintrag. Tagebücher. Neunzehnter Tag, Montag, Monat der Jagd. Was soll ich tun? Sie ist weg und hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie. Als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. Dritter Tag, Monat in Netze. Mir wurde Arbeit auf einem der Walfängerschiffe angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Tyvia suchen. Im Norden, die Winter sind dort kalt. Keine Ratten, keine Seuche. 28. Tag, Monat der Netze. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden. Glänzend. Glänzend und alt. Sieht nach einem Wallknochen aus, der einem Glück bringen soll. Ein Wallknochen. Zweiter Tagebucheintrag. Wieso reißt er eigentlich die Seiten seines Tagebuches raus? Manche Leute sind echt seltsam. Sechster Tag, Monat des Regens. Mein Cousin Emil kommt schon bald und bringt einen Huhn zum Rösten mit. Ich kenn zwar deinen Cousin nicht, aber ich bin nicht zum Rösten da, ja? Moment, oder ist... Jetzt sag mir nicht, das ist der Cousin. Ich bin aber nicht seinetwegen hier. Doch, jetzt schon. Jetzt schon, Chicken. Ich werde nachschauen, ob eines der Geschäfte noch geöffnet ist. Vielleicht kann ich ein paar Äpfel oder Kartoffeln kaufen. Ich habe zumindest Äpfel unten im Kühlschrank und Kartoffeln müssten auch rum. Ja, genau. Ich bin zum Essen da. Ich bringe meine eigenen Beilagen mit. Nein, bin ich nicht. Vergesst es. Ich beiße euch, wenn ihr hier zu nahe kommt. Und ich kratze euch die Augen aus. Und... Nein, ich will den Blut der Leute nicht trinken. Nee, nee, das wäre zuwider. Was ist, wenn dann die Seuche auch auf mich übergeht? Tinte sagt, Monat des Regens. Ich habe meinen Wallknochen-Schnitzerei auf ein Regal gestellt. Aber ich konnte sie dort nicht von jedem Winkel des Raumes sehen. Also habe ich einen kleinen Sockel dafür gebaut. Sieht schön aus im Kerzenlicht. 15. Tag, Monat des Regens. Manchmal träume ich davon. In den Träumen machen es Geräusche wie der Wind, der durch ein zerbrochenes Fenster bläst. In anderen Nächten klingt der Wind wie eine Stimme. Ich hätte mich zum Hafen begeben sollen, um in See zu stechen, aber es fiel mir zu spät ein. Vor einigen Tagen war das. Ja, so viel dazu, ne, mit seinem neuen Job beim Walfängerschifflein. Dritter Tagebucheintrag. 18. Tag, Monat des Regens. Mein Cousin war da und wir haben darum gekämpft. Als ich ins Zimmer kam, hielt er es fest umklammert. Ich schrie ihn an und wir begannen darum zu kämpfen. Jetzt bin ich von Reue erfüllt. Er hat seinen eigenen Cousin getötet. 26. Tag des Monats des Regens. Er sitzt immer noch in der Ecke, gegenüber des Kerzchen.
gegenüber den Kerzen. Er war ein Dieb. Ja, genau wie Garrett, aber was... Na gut, wenn Garrett wüsste, was die Runen machen, dann würde er wahrscheinlich sie auch stehlen wollen. Ja. Zweiter Tag monatlich Windes. Ich frage mich, wie er davon wissen konnte. Zum Abendessen zu kommen, muss ein Trick gewesen sein. Vielleicht hat er es den anderen erzählt? Ja, einfach jeden, der er kennt, auslöschen. Um sicher zu gehen, dass der niemand dein kleines Schätzchen wegnimmt. Siebter Monat des Windes. Habe den Flur verbarrikadiert. Jetzt ist alles sicher. Elfter Tag Monat des Windes. Die Wache kam und hat Leute mitgenommen. Die Nachbarn. Jemand im Gebäude hat die Seuche. Jetzt weg. Er verspricht mich zu beschützen. Jede Nacht verspricht er es. Ja, und wer beschützt Chicken? The Outsider walks among us. 3000 Mann, die waren gegritzelt in groß und klein. Und noch kleiner. Sehe ich das richtig? Der Textlabel da? Der ist nicht an der Wand, der ist vor der Wand. Der ist vor der Wand von diesem Text. Der ist vor der Wand, der ist nicht ganz auf der Wand. Haha! Haha! Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert, doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Ja. Ihr könnt ja dafür sorgen, dass sein Leben auch aus den Fugen gerät. Aber nett, dass du ausgerechnet dann aufhörst zu sprechen, wenn ich gerade dabei bin, mir was ins Glas einzufüllen, ein neues Trinkbares. Outsider, du bist nicht wirklich auf meiner Seite, ne? Auch wenn du mir so viel geholfen hast bisher. Erinnert mich an Diesel, der ist auch nicht auf meiner Seite. Naja, also im Sinne davon, selbst wenn er auf meiner Seite ist, ist er gegen mich. Hat man ja in der Folge gesehen, ne? Das gar in Folge. Nummer gerade vergessen, aber hey. Naja. Neuer Körper, alte Probleme. Mein kleines Dickerchen. Nichts mehr in der Gegend? Okay. Flächen voller merkwürdiger Flüssigkeit. All das und mehr braucht er für seine Experimente. Ja, die ganzen Wale. Sie redet über die Wale. Ja, das war ja dein Haus. Da unten ist noch was. Oh Gott. Ja, in dem Haus. Komme ich in das Haus? Wie komme ich in das Haus? Halt ums der Ratte. Genau, sich umsehen bedeutet, die Wachen auszuspähen und dann zurückzukommen. Tja, das machen die Wachen also. Man sieht sich vorher um, damit man nicht in einer Zelle landet. Alec hat das genaue Gegenteil getan. Ja, so wie Garrett. Wir haben die Blitzmasken gesehen. Die sind immer noch da. Ganz toll, die Masken sind immer noch da, falls wir losrennen und uns umbringen wollen. Hör mal, holen wir Alec jetzt da raus oder nicht? Früher oder später sicher. Er ist der Einzige, der über die Perlen Bescheid weiß. Lassen wir noch etwas in seiner Zelle schmoren, dann ist er nächstes Mal vorsichtiger.
Das nenne ich wahre Freundschaft. Nein, eigentlich nicht. Da fehlt das Magische. So. Berühre vor Dienstbeginn das Ladegerät, dann kann dir der Blitzpfeiler nichts anhaben. Von diesen Dingern wird mir ganz anders, Sir. Wird dir noch vergehen, wenn Slackjaw Schergen auftauchen, um dir die Kehle durchzuschneiden? Wird ein Spektakel, wenn sie sich in Asche verwandeln. Es gab Zeiten, da konnten wir solche Typen auch ohne diese Dinger in Schach halten. Seit der Seuche erwartet keiner von denen, älter als 20 zu werden. Da kann sie nichts mehr erschrecken. Stadtwache, Achtung! Dieser Abschaum brecht die Ausgangssperre! Lass uns ihm zeigen, wem die Brücke gehört! Feuer! Jo, ne? Die Hunde. Ha? Wer, das wird mir später angerechnet mit Insektenkörpern. Ich weiß nicht! Kartenspielerergebnisse. Ja. Quelti, du solltest nicht spielen. Ne? Und deswegen haben sie sich gegenseitig umgebracht. Ja, Kabelwerkzeug. Was bist du? Das hat Stuhllehne. Beingedöns. Komm ich da oben hoch? Ja, tu ich. Ja, Chicken, das tust du. Das war ein bisschen zu weit. Aber hey, was soll's? Was soll's, was soll's, was soll's. So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Verfaulte Dinger wollen wir nicht essen. Ach, so viele Leichen. Alle gehen der Seuche zugrunde. An der Seuche zugrunde. Ja, ganz schön doof. Bim! Hat niemand gehört? Ich wollte mich schon wieder mit der Zoom-Taste ducken. Was ist los mit mir? Hilfe! Hallo, ihr kleinen Satansbraten! Corvo möchte sich nicht weiter bücken. Hoppla! Beim Aufschneiden habe ich euren Freund zerfleischt. Sorry. Ach, Chicken ist gemein. Außengemerz. Ja. Wie seid ihr nicht gerade die hellsten? Ja, die hellste von allen ist die Sonne. Sie ist eine große Leuchte. Ja, das ist abgeklappert. Dann würde ich sagen, in der nächsten Aufnahmesession. Was schickt mir denn die Aufnahme? Wie kann sie es nur wagen? Werden wir dann zur Brücke marschieren. Über die Brücke marschieren. Vielleicht wird Chicken uns ja auch demonstrieren, was passiert, wenn wir uns diesem Ding ein bisschen nähern. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich bin ja meistens sowieso, ne? Man weiß nie, was man erwarten soll. Ja, also bis dahin, ciao. Ja, Wache! Ich hab Tschüss gesagt!
Spaß.